denn dort spielt Leighton Hewitt gegen Magnus Larsson, der Australier, der es richten soll. Bei den Herren, bei den Damen Kim Clijsters. Und dieses Spiel hier aus der Rod Laver Arena, das wird für Sie jetzt verfolgen und es Ihnen kommentieren. Ihr Gastgeber wird da sein. Das wird Jürgen Höttger sein. Jürgen, das erste Spiel verfolgt. Was für einen Eindruck macht Leighton Hewitt heute? Er macht einen sehr konzentrierten Eindruck. Herzlich willkommen erstmal und schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Magnus Larsson ist ja ein, in Anführungsstrichen, alter Schwede, 32 Jahre und sicherlich einer, der immer in der Lage ist, auch einen Leighton Hewitt herauszufordern. Der ist ganz konzentriert, aber ich denke, du weißt, die Last auf Leighton Hewitt ist unwahrscheinlich groß. Die Zeitungen voller Artikel. Natürlich soll er es reißen in diesem Jahr. Nach zwei Erfolgen bei anderen Grand Slams sollen endlich die Australian Open gewonnen werden. Aber ich denke, diese Bürde ist unwahrscheinlich hoch. Da gebe ich dir völlig recht, denn du hast hier Zeitungsartikel angesprochen, was da ein Druck aufgebaut worden ist in den letzten Tagen, Wochen. Ich glaube, man hat sogar schon durchgerechnet, auf wen er im Viertelfinale und Halbfinale trifft. Kann ein junger Spieler wie er damit umgehen? Ich denke, wir wissen es ja beide, das kann er selbstverständlich. Er hat Shanghai gewonnen, er ist einer, der mit Druck durchaus umgehen kann. Aber bei diesen Australian Open konnten ja die Australier in den letzten Jahren überhaupt nicht mit Druck umgehen. Ich denke allerdings, dass die Vorlage gestern von Philipp Bussis, der ja schon die nächste Runde erreicht hat, für ihn durchaus Marsch genug ist, auch heute dieses zu schaffen. Nur hier durchzuspazieren bei solch einem Turnier in Australien, ich denke, das wird sehr schwer. Okay, ich hoffe, es wird ein Spaziergang für dich. Viel Spaß bei diesem Spiel. Wir hören uns später wieder. Ja, vielen Dank. Der Spaziergänger von Sanssouci übernimmt jetzt also hier nahtlos Larsson gegen Hewitt. Safin hat es vorgemacht, wie es geht, in die nächste Runde einzuziehen. Hewitt soll es heute nachmachen. Der Druck, wir haben es gerade angesprochen, ist groß. Die Eltern sind selbstverständlich da. Leighton Hewitt, Masters-Sieger, die Nummer 1 der Welt, 21 Jahre jung, 17 Titel hat dieser Junge schon geholt, Wahnsinn. Gegen den Qualifikanten Magnus Larsson. Der selbstverständlich überhaupt nichts zu verlieren hat. Der Resident des Landes Monaco war froh, dass er sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat. Zum 11. Mal schon dabei. Down Under hat einmal das Achtelfinale erreichen können, genauso wie Leighton Hewitt. Nicht der ganz große Aufschläger, aber einer, der sehr präzise serviert, unwahrscheinlich konzentriert. Da haben sie eben die Eltern von Leighton Hewitt kurz im Bild gehabt. 2-1 Führung für den Australier. Hören Sie sich an, was los ist in der Rod Laver Arena. Da gibt es ja diesen Fanclub von Leighton Hewitt. 8 junge Australier, die eingedeckt werden übers Jahr mit Klamotten des Sponsors. Einige von denen sehen sogar ähnlich aus wie Hewitt, ein Fankult par excellence. Aber das sind die Schweden. Mein lieber Schwan, was haben die in den letzten Jahren hier für Furore gesorgt? Immer wieder Schweden im Endspiel der Australian Open, im letzten Jahr Johansson, der ja in diesem Jahr nicht dabei ist. Können sie ihn zur großen Sensation treiben? Gestern die Riesensensation. Weingärtner bezwingt Capriati, die Gazetten in Australien voll davon, auch voll des Lobes über die Deutsche, die ja wirklich gnadenlos gutes Tennis spielt in den Sätzen 2 und 3. Und auch Jennifer Capriati sagte ja in der Pressekonferenz, so habe ich Marlene noch nicht gesehen. Magnus Larsson will nach seiner Karriere als Tennisspieler eine Sportsbar aufmachen in Schweden. Aber er sagt auch, ein, zwei Jahre habe ich vielleicht noch, um mitzumischen. Dann ist Feierabend.
liegt 1-2 zurück in diesem ersten Satz gegen Leighton Hewitt. Ein alter Hase, ein alter Fuchs, Magnus Larsson. Der seinen ersten Titel 1990 holte, vor fast 13 Jahren in Florenz. Auch heute wird wieder ein recht böiger Wind, das sehen Sie an den Haaren von Larsson. Hat Vor- und Nachteile, macht den Spielern das Ganze ein bisschen angenehmer bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit. Kann aber auch beim Ballwurf, beim Aufschlag relativ unangenehm sein. In diesem Fall nicht. Absolut problemlos, Magnus Larsson, der mal das Halbfinale bei den French Open erreichte. Ja, und solch eine Welle der Euphorie, wie sie da von den Rängen runterschwappt, die kann schon mal dafür sorgen, dass auch ein Leighton Hewitt in Schwitzen kommt. Wir werden das erleben oder auch nicht. War auf der Linie. Fußfehler gleich zu Beginn. Aber da lässt sich ein Leighton Hewitt überhaupt nicht ins Boxhorn jagen. Keine Frage, da stand er eben auf der Linie wieder, wurde in dem Fall aber nicht gegeben. Lässig, Leighton Hewitt, weiteres Ass, das dritte des Australiers und das ist die 3-2-Führung. Zum siebten Mal am Start bei dem Australian Open Leighton Hewitt, er Larsson zum elften Mal in diesem Jahr über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, bezwang Deschonac, den Franzosen 6-3, 7-6, Pedro Braga, Brasilien in 3 und Dimitri Tosunov, Russland 6-4, 6-4. Da waren auch schon viele schwedische Fans auf den Plätzen, auf denen die Qualifikation gespielt wurde. Nochmal der Hinweis, dass in dieser Nacht ja schon zwei Deutsche weitergekommen sind. Schüttler und Burgsmüller haben es geschafft in die nächste Runde, spielten auf Plätzen, die nicht abgedeckt wurden von den internationalen Kameras bzw. den Kameras, die fürs International Feed hier bereitgestellt werden. Time. Leighton Hewitt macht einen sehr konzentrierten Eindruck. Hat vorgelegt 3-2, Aufschlag Larsson, erste Runde der Herren. Oh.
Die beiden spielen übrigens auch zum ersten Mal gegeneinander. Das ist absolut überragend. Solch einen Punkt gewinnen der Marke Hewitt. Das hat gesessen. Spätestens jetzt weiß Magnus Larsson, dass er den Punkt nicht zu früh abhaken darf gegen Leighton Hewitt, aber Kompliment an seine Adresse. Hat am Ende wieder perfekt gespielt. Sechs Aufschlagspiele, noch kein Aufschlagverlust. Interessant, dass diese Partie zu diesem Zeitpunkt stattfindet und nicht als zweites Match in der sogenannten Night Session. Da werden Sie nachher als letztes Live-Spiel bei uns erleben den Auftritt des US-Amerikaners Andy Roddick, der es mit dem Kroaten Seiko Krajan zu tun hat. Leighton Hewitt viel zu kurz, ruft damit die schwedischen Fans auf den Plan. So baut man einen Magnus Larsson auf.
Dan Hewitt. Am Ende dann doch wieder souverän, Leighton Hewitt, der seinen Gegner laufen lässt, ihn am Ende zum Fehler zwingt. 4-3 Führung, gleich Larsson mit 9 Bällen. Magnus Larsson, kann er heute das Unmögliche, das schier Unmögliche möglich machen und der Nummer 1 des Turniers, der Nummer 1 der Welt ein Bein stellen? Er hat absolut nichts zu verlieren, hat sich sehr gefreut auf dieses Match. Wenn gleich er sagte, normalerweise ist das natürlich mein Abschied von diesen Australian Open, aber wer weiß, was hat es nicht alles schon gegeben, was haben wir gestern nicht erlebt, als Marlene Weingärtner Jennifer Capriati eben dieses Bein stellte und die zweifache Australian Open Siegerin nach Hause schickte. Larsson bei 3-4 mit 9 Bällen. Nicht präzise genug, Hewitt in diesem Moment. Jeder Punkt der Schweden wird hier frenetisch gefeiert von den Wikingern. Eben von Larsson, dennoch diese Möglichkeit von Hewitt nicht genutzt. Das war eigentlich richtig gedacht von Larsson, über die Rückhandseite von Hewitt anzugreifen, aber da muss er auch konsequenter da hinterhergehen. 30 beide und Hewitt wird sich ärgern, dass er eben diese Chance nicht nutzte. Beim Punkt zuvor. Der Mann, den Sie gerade sahen, das ist Jerry Armstrong, der sowohl als Schiedsrichter als auch als Supervisor bei der ATP fungiert, bei diesem Turnier rein als Schiedsrichter. Und er wirft die Zuschauer, wie auch wir sehen, den ersten Brickball. Ist ein Mann der Big Points, das hat er im letzten Jahr bewiesen. Kim Kleisters, seine Freundin, feuert ihn an auf der Tribüne, genauso wie sein Fanclub, genauso wie seine Eltern. Und die wissen alle, dass er normalerweise jetzt nichts mehr anbrennen lässt. 5-3, die Chance, den Satz nach Hause zu servieren. Das war was im letzten Jahr. Kleisters siegt in Los Angeles.
im Endspiel über Serena Williams, die eben mit Riesenmühe die zweite Runde erreichte gegen Emily Loire. Und dann Hewitt mit diesem Riesenauftritt in Shanghai, wo wirklich Tennis vom Allerfeinsten gespielt wurde. Ganz hohes Niveau im Gegensatz zum Damen-Masters in Los Angeles. Er hat sich wieder durchgebissen, seinen Titel aus Sydney verteidigt. 5-3, 15-0. Ganz typisch. Hewitt, der junge Wilde, stirbt nach vorne, geht diesen hervorragenden Angriffsball sofort hinterher. Larsson in der Defensive an die Wand gedrückt. Drei Satzbälle. Souveräner Abschluss dieses ersten Satzes, der genau 28 Minuten gedauert hat. Hewitt bringt 60% erste Aufschläge ins Feld, macht zu 80% den Punkt, wenn der erste kommt. Der Fahrplan hier bei Eurosport im Anschluss an dieses Match. Allerdings kommt es auch an, wie lange das dauert, erleben wir die beiden Live-Matches in der Rod Laver Arena. Und zwar Seles gegen Lubomira Kurhajcova aus der Slowakei und dann Roddick gegen Krajan. 12 Winner von Hewitt gegenüber nur 5 des Schweden, der im ersten Satz nur versucht hat, dagegen zu halten. Sich relativ wenig traute, solide sein Spiel runterzog, das war aber zu wenig, um einen Leighton Hewitt ernsthaft in Gefahr zu bringen. Das sieht man auch an der Punktzahl, 28 zu 19, das spricht für sich. Da können die australischen Fans zufrieden sein, sich zurücklehnen. Die junge Dame links wird wahrscheinlich nachher versuchen, ein Autogramm zu bekommen von Leighton Hewitt, und bei der Entfernung ist das Fernglas durchaus angebracht. Richtiger Volksheld. Es gibt ja auch eine Briefmarke von Leighton Hewitt. Er ist da. Er wird sich sagen, so kann es weitergehen. Solide Vorstellung im ersten. Larsson eröffnet Satz Nummer 2.
ein probates Mittel, um gegen Hewitt zum Erfolg zu kommen. Aus der Rückhandecke über die Rückhand von Hewitt. Hat auch im ersten Satz mehrfach versucht, Larsson. Mit wechselndem Erfolg. Zu harmlos dieser Aufschlag. Knapp daneben, er muss ja durch was riskieren. Gegen Hewitt, das war es, Larsson. Nur seinen Stiefel runterspielen, das kann nicht zum Erfolg führen. Und auch diese Vorhand im Aus nach 40-0 Larsson über Einstand. Doppelfehler Nummer 3. Wenn man Leighton Hewitt zum Laufen zwingt. Und dann kann man ihn auch zu solchen Fehlern zwingen. Nach dem Richtungswechsel hat der Australier Probleme mit der Vorhand aus dem Lauf heraus. Zumindest in diesen ersten 35 Minuten. Respekt, diese eine Vorhand aus dem Lauf heraus von Magnus Larsson vom Allerfeinsten. Ich erinnere mich an ein Finale zwischen ihm und Pete Sampras 1994 in Antwerpen, wo es um einen diamantenen Schläger ging. Die European Trophy damals. Da pfefferten sich Sampras und Larsson auch solche Vorhandbälle um die Ohren.
Also, er lässt das Auftaktbreak nicht zu. Der Schwede geht 1-0 im zweiten in Führung, nach wie vor angefeuert von stimmgewaltigen schwedischen Fans. Eine ganz enge Sache. Und damit Larsson verladen, der spekuliert. Der Aufschlag wäre in jedem Falle schwer zu kriegen gewesen. Ohne Frage, Leighton Hewitt hat wesentlich weniger Probleme als sein Gegner, seine Aufschlagspiele durchzubringen. Aber er weiß, wie schwer es ist, sich durch solche Erstrunden-Matches durchzukämpfen. Das vor allem hier in Australien immer wieder schmerzlich am eigenen Leib verspüren müssen. Nämlich im letzten Jahr hier in der ersten Runde gegen Alberto Martin in 4 Sätzen, und das soll in diesem Jahr auf gar keinen Fall wieder passieren. Da machte Hewitt eben zwar das einzig Richtige, blieb stehen, die einzige Möglichkeit, um vielleicht noch den Ball zu kriegen, dann tut ihm auch Larsson den Gefallen, in die Ecke zu spielen. Aber der Punkt dann doch noch an den Schweden. Die richtige Idee, dieser Ball von Hewitt, der selber sagt, sein Topspin-Lob sei das Beste, was er zu bieten habe. Thank you.
Magnus Larsson eine Chance haben will gegen Leighton Hewitt, dann muss er wesentlich aggressiver spielen. Das sagte gestern Marlene Weingärtner im Interview nach dem Sieg über Capriati, dass man nur eine Chance hat gegen die Topspielerin, wenn man wirklich aggressiv reingeht und nicht von vornherein schon denkt, da ist sowieso nichts drin. Eindrucksvoll hat Weingärtner bewiesen, wie David Goliath bezwingen kann. Zwei beide, da haben wir die Eltern von Leighton Hewitt, der ja Leighton Glyn Hewitt heißt. Sein Vater heißt Glyn, ein ehemaliger Aussie Rules Footballspieler. Die Mutter Cherylene, ehemalige Sportlehrerin. Ein Spiel ist gerade zu Ende gegangen, nämlich Martina Müller, die verliert auf dem Vierer gegen Sarah Zanetti 6-7-0-6. Schade, aber immerhin ja zwei Deutsche weiter mit Schüttler und mit Burgsmüller. Wieder das Spiel. Larsson mit der Vorhand über die Rückhandseite von Hewitt. Immer häufiger erfolgreich. Diesmal Larsson ohne Probleme das Ass zum Abschluss. Sein viertes in diesem Match bringt ihm die 3-2. Beginnt.
das bringt auch Larsson ein Schmunzeln ab. Holt sich der Schwede den ersten Breakball in diesem Match. In der Tat, die Möglichkeit für Larsson zum 4:2, ermöglicht durch den Misshit seines Gegners, der ja seinerseits diese Breakmöglichkeit im ersten Satz sofort nutzte. Perfekt gemacht von Larsson. Die ganze Routine ausgespielt. Da kann er sich ruhig mal feiern lassen. Besser kann man diesen Stoppball nicht spielen. Aber reicht dieses eine Break, um den zweiten nach Hause zu bringen? Er war eine erste kleine, naja, Sensation wird halt übertrieben, aber kleiner Warnschuss zumindest für Hewitt. Auch wenn Larsson den Punkt nicht macht, fast 70% erster Aufschläge beim Schweden im Feld. Und wenn der erste kommt, macht dazu knapp 80% den Punkt. Auch dieser zweite reicht. Kick auf die Rückhand von Hewitt. 5:2 Führung. Okay.
Larsson hat den Satzball im Visier. Mühelos, 3,91 Meter Mann. Zum Einstand bei 5-2 Führung. Das ist der Satzball. Ermöglicht durch Doppelfehler Nummer 2 des Australiers. Da er wieder mal die Vorhand-Ecke zu weit aufmacht. Chance allerdings von Larsson nicht genutzt. Larsson versucht immer wieder, die Bälle mit guter Länge, viel Gefühl, lang hinten reinzulegen. Und das gelingt ihm auch immer besser. Leighton Hewitt ist herausgefordert. Auf der Linie. Er will natürlich dieses Aufschlagspiel durchbringen, um dann, sollte Larsson zum Satz ausgleichen, zumindest als erster im dritten Satz zu servieren.
ist das 3:5. Leighton Hewitt bleibt im Satz. Haben wir eben noch ganz kurz seine Schwester gesehen, die im Jahr 2000 die Nummer 1 der Juniorinnen in Australien war. Also auch da ist einiges zu erwarten. Jetzt aber Larsson mit der Chance zum Satzausgleich, dann werden sie einen Höllenlärm veranstalten. Die schwedischen Fans, die wieder einmal zahlreich erschienen sind, Down Under. Die lautesten, die ideenreichsten, was die Kostümierung anbelangt. Oh. Probiert es noch mal aggressiv. Aber Larsson ist ein alter Fuchs. In dem Fall von der Sonne geblendet wird, schwer aufzuschlagen von der Seite. Gibt er sich doch noch mal eine Blöße in diesem zweiten? Satzball Larsson. Im Aus ein erster Warnschuss für den Australier, der den zweiten Satz abgeben muss. Und da werden mit Sicherheit Erinnerungen wach bei den australischen Fans und bei Hewitt ans letzte Jahr. Ja, man spürt zwar nicht, dass dieser Magnus Larsson hier Morgenluft wittert. In dem Fall kann ich nur die Netzkante stoppen.
Fehler von Larsson. Nicht zufrieden mit diesem Return-Spiel, kann auch nicht sein. Traumwetter in Australien, in Melbourne. 35 Grad. Halt ein bisschen viel fürs Tennisspielen. Aber das kann auch schnell wieder anders werden in den nächsten Tagen. Das Wetter ja relativ unbeständig. Leighton Hewitt sagt, völlig egal, wie die Bedingungen sind. Ich gebe sowieso immer 100%, das fällt mir gar nicht auf. Da bin ich zwar nicht ganz sicher, aber ich denke, die Leistungen des Australiers in den letzten Jahren sprechen dafür, dass er wirklich bei jedem Wind und Wetter in der Lage ist, die beste Leistung abzurufen. Aber in Australien, in Melbourne, nicht in Australien, sondern eher in Melbourne, bei den Australian Open, da schien der Druck in den letzten Jahren einfach zu groß, als dass er hätte sich freispielen können. Und den lang ersehnten Triumph für Australien hätte perfekt machen können. Mark Edmondson war der letzte Australier, der 1976 dieses Turnier gewinnen konnte. Ist das erwartet schwere Auftaktmatch für Hewitt. Und er hadert immer wieder mit der Sonne, Larsson. Ihm womöglich mehr zu schaffen macht als seinem Gegner, was die Physis anbelangt. Da kommen ihm solche Punkte gerade recht. Breakball Hewitt. Als gelte es eine Schlacht zu gewinnen. Das macht er ganz geschickt mit unwahrscheinlich viel Gefühl. Magnus Larsson schiebt die Bälle hinten rein, lässt den Gegner laufen, zwingt ihn so zum Fehler. Breakchance vertan. Das Zielgespräch mit Armstrong, der aus der Grafschaft Sussex stammt.
Larsson weiß, der Auftakt in diesem dritten Satz wichtig. Möglichst kein Break zulassen, lange mithalten. Denn dann wird der Druck auf Hewitt immer größer. Sollte Hewitt nur ein, zwei Zeitungen gelesen haben, müsste er in jedem Fall denken, dass der Sieg bei den Australian Open nur über ihn führt. Aber da haben die Kolumnisten meines Erachtens die letzten Jahre vergessen. Denn die sprechen nicht für Hewitt, was seine Auftritte in seinem Heimatland anbelangt. Nehmen wir mal Adelaide, sein Lieblingsturnier, weg. In seiner Heimatstadt hat er ja schon einmal gewonnen. Einmal das Finale verloren. 1-1. Larsson lässt zunächst das Auftaktbreak nicht zu. Korrigieren, zweimal hat Hewitt bereits Adelaide gewonnen. Das erste Mal ja schon mit 16 Jahren. Das damals der Auftakt seiner steilen Karriere. 98. Segelt ins Aus und immer wieder der Blick von Larsson zur Sonne. Er kann froh sein, Armstrong, dass er sonnengeschützt dort sitzt. Alles andere als sicher und souverän. Doppelfehler Nummer 4. Da sollte der ultimative Schwedenhammer kommen. Wird aber durch die Netzkante verhindert. Hewitt zur 2-1-Führung im dritten. Nach wie vor Bombenstimmung in der Rod Laver Arena. Vor allem durch die schwedischen Fans, die schon einen Satzgewinn ihres Landsmannes bejubeln durften. Das sind natürlich die Australier, die jetzt dagegen halten. Sehr einfallsreich, was sich die Fans aus aller Herren Länder wieder haben einfallen lassen in diesem Jahr. Die Wikinger allen voran, aber die Australier lassen sich da auch nicht lumpen. Könnten noch mal so in Ascot auflaufen, das wär's. Ob man sie dort so reinlässt, ist eine andere Frage. Larsson bei 1-2 in Satz Nummer 3. Thank you.
Armstrong muss viel diskutieren. Beide Spieler häufig nicht zufrieden mit Entscheidungen. Das sind Punkte, die einen wie Leighton Hewitt aufbauen. Da beißt er sich fast in den Spagat gegangen. Ganz im Stile seiner Freundin Kim Clijsters, die auf der Tribüne mitzittert. Nach 0:30 jetzt Spielball Larsson. Den Volley-Stop hat er nicht präzise genug gespielt. Larsson, da haben wir eben kurz im Bild gesehen, Jason Stoltenberg, den Coach von Hewitt, selbst Profi gewesen. Wenn er aus war, dann auch dünn. In den Matches, die ich bislang verfolgt habe, so gut wie kein Overrule. Und hier wäre es angebracht gewesen, mal wieder. Der war aber hundertprozentig drauf. Und auch der war nicht so schnell, als dass er nicht hätte overruled werden können. Da müssen sich Schiedsrichter durchaus auch mal Kritik gefallen lassen, auch wenn die Vorgabe der ITF ist, so wenig wie möglich zu overrulen. Nur bei wirklich ganz klaren Sachen. Das war eine ganz klare Sache. Im Aus und Einstand. Ein bisschen lässig da, zweimal gegen die Laufrichtung, aber es reicht. Über Kopf Larsson, nach wie vor eine Größe. Umkämpft die Aufschlagspiele zu Beginn des dritten. Stehvermögen ist angesagt. Das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein für ihn, für Leighton Hewitt.
der sicherlich über die bessere Physis verfügt. Na, ich glaube, das war ein klares Ass. Bitter für Larsson, das Ass wird ihm geklaut und jetzt der Breakball. Klasse herausgespielt. Greift nochmal an über die Rückhand. Larssons Antwort fällt zu harmlos aus. Und Hewitt holt sich das erste Break im dritten. 3-1. Das typische Come-on. Nachdem er dieses Break realisierte. Keiner schreit es so raus wie er. Kann sie anknüpfen an den großen Erfolg von Los Angeles, Kim Clijsters, die da Serena Williams die Zähne gezeigt hat, die Dominanz erstmal ein bisschen aufgeknackt hat. Und Serena Williams, wenn Sie es nicht gesehen haben sollten bei uns im Match zuvor, mit Riesenproblemen hier in der ersten Runde, hauchdünn weitergekommen gegen Emily Loire, 7-5 im entscheidenden dritten. Ein typischer Punkt aus der Sicht von Hewitt. Guckt sich sein Gegner aus, der da irgendwo völlig verloren auf dem Platz steht. 30-15. Das ist wieder der Leighton Hewitt, wie wir ihn kennen. Er ballt die Faust, er holt sich das 4-1 und ruft seine Fans auf den Plan.
Das letzte Jahr vielleicht das Beste von Leighton Hewitt. 5 Erfolge, San Jose, Indian Wells, Queens, Wimbledon und Shanghai. Das Masters-Finale. Da kann Magnus Larsson nur staunen. Aber auch er hat 13 sehr starke Jahre hingelegt auf der Tour. 90 der erste Titel in Florenz, dann folgten Kopenhagen, München, Saragossa, Toulouse. Und den Compact Grand Slam Cup hat er mal gewonnen in der Münchner Olympiade dazu. Den letzten Sieg 2000 in Memphis erreicht. Also der Stern von Larsson, das ist gar keine Frage, geht langsam unter. Ich will hier nochmal zeigen, was er drauf hat. Hier ist nur ein Break. Wenn er im Geschäft bleiben will in diesem dritten, sollte er sich kein weiteres leisten. Unbezwingbar ist Leighton Hewitt sicher nicht. Sind Fehler von Hewitt stehen 37 seines Gegners gegenüber. Ah, das war wieder ein Ass. Meine Güte. Da sollte ich mich vertan haben. So kann man es schlecht sehen, aber meines Erachtens war er klar auf der Linie. Das hat wieder negative Auswirkungen für Larsson. Punkt an Hewitt. Ja, ich kann ihn verstehen. Lieber Jerry Armstrong, irgendwann muss doch mal ein Overrule kommen. Sorry. Bei aller gebotenen britischen Höflichkeit. Breakbälle für Hewitt. Gezeichnet. Larsson jetzt angeschlagen. 5-1. Und die Möglichkeit für Hewitt zur 2-1 Satzführung. Sicherlich alles andere als fehlerfrei. Aber wie es aussieht, reicht's.
konnte man spielen in dem Moment, diesen fast genialen Winkel, eben nur fast. Da haben wir nochmal Jason Stoltenberg links im Bild, der seinen letzten Titel 1997 gewann in Coral Springs, ein Turnier, das er zweimal gewinnen konnte. Insgesamt 4 Turniersiege für Stoltenberg, der ja Darren Cahill als Coach von Leighton Hewitt ablöste. Vorhandseite von Hewitt war sträflich offen, aber nicht mehr so präzise wie zu Beginn. Larsson, der meines Erachtens schon ein bisschen gezeichnet ist von der mörderischen Hitze. Jetzt langsam ist der Schatten zwar da, aber diese ersten 100 Minuten, die haben Spuren hinterlassen im Gesicht von Larsson. Und das ist ganz sicher das große Plus von Leighton Hewitt, der in diesem Moment 2-1 in den Sätzen in Führung geht. Diese unglaubliche Physis hat sich wieder vorbereitet auf die Saison vom Allerfeinsten, zusammen mit seiner Freundin Kim Clijsters ein Riesenprogramm absolviert. Denn Hewitt weiß, die Beinarbeit ganz entscheidend im Tennis, die Vorbereitung auf die Saison, der Grund. Diese Temperaturen machen Durst. Es ist wichtig, möglichst schon vor solch einem Match viel Wasser zu tanken, aber so viel kann man gar nicht trinken, als dass man nicht während eines Spiels Nachholbedarf hat. Das geht an die Substanz. Deswegen wird Leighton Hewitt nicht begeistert sein, dass er schon einen Satz abgegeben hat. Jetzt aber sieht es doch so aus, als sollte hier er mehr und mehr Oberwasser gewinnen. Und das, ich habe es eben erwähnt, nicht zuletzt aufgrund der mit Sicherheit besseren Physis. 21 Jahre Hewitt wird am 24. Februar 22 und er, Larsson, wird in diesem Jahr schon 33. Seit 1989 ist der Schwede dabei. 7 Turniersiege. Satz Nummer 4 bringt er schon die Entscheidung im Erstrundenmatch des Weltranglisten-Ersten, Leighton Hewitt. Magnus Larsson eröffnet den 4. Durchgang mit 9 Bällen. Kim Clijsters hat heute ja schon vorgelegt gegen Samantha Reeves, ganz glatt gewonnen, hat quasi die Vorlage für Leighton geliefert. Was für ein Jahresabschluss für diese beiden, die die Weltelite quasi in die Zange genommen haben, zum Ende des Jahres 2002 mit den Masters-Siegen. Momentan diktiert nur einer das Geschehen, während auf der Tribüne locker weiter gebrutzelt wird, zumindest dort, wo die Sonne noch reinfällt. Ist es auf dem Platz unten ein bisschen angenehmer geworden. So, endlich mal korrigiert er. Ja, und da sagt Hewitt, na also, es geht doch.
lieber Jerry, Larsson insofern sauer, weil wirklich einige Bälle da waren, da hätte er zugunsten von Larsson überholen müssen. Und ob er hier richtig überholt hat, ist noch die Frage. Da sieht man, was das psychologische Moment auch bei einem Schiedsrichter ausmacht. Der war ganz eng, da gab es einige viel klarere, die hätten overruled werden müssen, meines Erachtens. Bei dem hier bin ich skeptisch. In jedem Fall natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber ich kann ihn verstehen. Er sagt, der war dann wirklich eng und den überholst du vorher nicht. Breakball. Sehr selten, dass Hewitt einen Breakball, eine Breakchance in dem Stil vergibt. Absolut vermeidbarer Fehler. So richtig heiß gelaufen. Nochmal die Möglichkeit zur 1-0-Führung im vierten. Das muss ich reichen. Immer aus. Das ein bisschen zu genau machen. Larsson. Breakball Nummer 7 für den Australier. Und die Spezialität von Hewitt. Topspin, Lob. Aber Larsson ist 1,91 Meter groß. Der Auftakt des vierten, ähnlich wie der des dritten Satzes. Auch da mühte sich Larsson ab, seinen Aufschlag durchzubringen. Schafft es am Ende, genau wie jetzt. Hewitt vergibt 3 Breakbälle. Larsson sagt übrigens selbst über sich, er habe 2-3 Kilo zu viel drauf. Aber er nehme es nicht mehr ganz so ernst wie noch vor 10 Jahren. Immerhin hat es gereicht, hier durch die Quali zu kommen. 3 Spiele, 3 Siege und einen Satz hat er dem Weltranglisten ersten abknöpfen können. Bislang. 2-1 Satzführung, Hewitt 0-1.
aus der Sicht des aufschlagenden Weltranges Nähers. Sehr viele Bälle von Larsson, ganz knapp im Aus. Auch diese Vorhandpeitsche. Das war unglücklich eben für Larsson, dass er diesen Ball Volley nehmen muss. Da kann er natürlich keinen Speed machen. Das rächt sich. Zu Null, der Australier, der wieder mal versucht, die Seiten da akkurat zurecht zu zupfen. Die schwedischen Fans lassen nicht locker, unterstützen ihren Landsmann nach wie vor. Larsson bei 1-1 im vierten. Perfekt. Der wird gut gegeben. Und das war auch richtig so. Diese Bälle, die kurz in das Netz fallen, die sind ganz schwer mit guter Länge zu spielen. Muss man sehr gutes Timing haben, feines Händchen. Auch für einen Weltranglisten Ersten nicht leicht solch ein Schlag. Fehlerquote bei Larsson zeigt steil nach oben. Mittlerweile 46, genau doppelt so viele wie Hewitt.
der sich in dem Moment hier das Spiel von Larsson aufzwingen lässt. Spielball für den Schweden. Sehr schön gespielt am Ende, wieder mit viel Gefühl reingelegt und hält seinen Aufschlag zu Beginn des vierten Satzes. Larsson geht unter dem Applaus seiner Fans 2-1 in Führung. Super Stimmung in der Rod Laver Arena, die gleich zur Night Session dann wieder pickepacke voll sein wird. Auch in diesem Jahr werden Zuschauerrekorde erwartet. Um die 500.000 werden ja an den 14 Haupttagen bzw. den dreien der Qualifikation zuvor erwartet. Da haben wir nochmal die Eltern gesehen von Leighton Hewitt. Dazu Kim Kleisters, die Schwester von Leighton Hewitt. Ich habe es erwähnt, die 2000 Nummer 1 war bei den Juniorinnen in Australien. Was für eine Familie. Die Hewitts, die vier Musketiere, könnte man fast sagen. Er hat sich ja erst relativ spät entschieden, nicht Aussie Rules Football zu spielen, Hewitt, sondern die Tenniskarriere einzuschlagen. Ich denke, das hat er nicht bereut. Er wird immer wieder zu kurz, rächt sich zwar in dem Fall nicht, aber da muss er aufpassen, Hewitt. Gegen Larsson mag es noch reichen in einer möglichen zweiten Runde gegen Cecil Mamid oder Todd Larkham. Womöglich nicht, die Auslosung von Hewitt nicht so schlecht. Im Achtelfinale könnte Gustavo Kürten auf ihn warten. Aber so weit sind wir noch nicht, erstmal muss er hier durch. Nach Doppelfehler Nummer 6. Also das wäre ein dickes Ding, sollte Larsson jetzt das Break zum 3:1 schaffen. Und womöglich hier Hewitt über 5 Sätze zwingen.
Was macht Larsson aus Chance Nummer 2? Schön verladen. Da hat Larsson mal wieder spekuliert und wird entsprechend auf den falschen Fuß erwischt. Die Asse 9 und 10. Vier Punkte in Folge. Das Auge des Tigers. Leighton Hewitt wirkt in solchen Momenten hellwach. Hyperkonzentriert, Meister im Abwehren von Breakbällen. Larsson mit neuem Racket. Wieder einmal perfekt, dieser Passierball Kurzcross, den man besser nicht spielen kann. Aber über Kopf, Larsson wirklich fehlerfrei bislang. Da lässt er überhaupt nichts anbrennen. Larsson bleibt ganz cool. Präziser Abschluss. Der Schwede hält den vierten Satz offen, geht mit dem Ass 3-2 in Führung. Heute darf ich Ihnen wieder die Highlights aus Melbourne ans Herz legen, ab 21.30 Uhr mit Ralf Klinkenberg und Birgit Hasselbusch. Da werden Sie unter anderem die Spiele von Schüttler und Burgsmüller nochmal erleben, beziehungsweise die Höhepunkte aus diesen Matches. Die beiden sind weiter. Nicht geschafft hat es Martina Müller, die ist raus. Tagesgespräch heute, aber vor allem der Sieg von Marlene Weingärtner über Jennifer Capriati, die in der Pressekonferenz gestern voll des Lobes war über die Deutsche.
So, Hewitt, 2-1 Satzführung, aber 2-3 im vierten bei eigenem Service. Sehr schön, erst die Vorhand mit guter Länge auf die Linie. Hier wieder der Topspin mit viel Gefühl gespielt und dann diese knallharte Vorhand immer wieder aus der Rückhandecke. Kontercross. 15 beide. Problemlos, Hewitt. Um den ein richtiger Starkult aufgebaut worden ist, was diese Australian Open anbelangt, prangt von vielen Häuserfassaden. Ähnlich wie das in New York der Fall war, in Sachen Serena Williams. Die, ich sag's nochmal, mit Riesenproblemen heute in die nächste Runde stolperte. Drei Sätze gegen Emily Loire, 7-5 im dritten. Meilenweit von der Bestform entfernt, Hewitt ohne Frage. Kann man ihn noch in Erinnerung haben vom Masters in Shanghai. Absolut problemlos, Magnus Larsson, der so ein bisschen die zweite Luft bekommen hat in diesem Match, einen absoluten Durchhänger hatte im dritten, sich jetzt aber gefangen hat. In gut einer halben Stunde soll die Night Session beginnen und dann müssen natürlich erstmal die Zuschauer raus, die bei diesem Spiel sind, Hewitt gegen Larsson, denn dann kommen Leute, die andere Tickets gekauft haben für eben diese Abendveranstaltung.
Und das dauert immer so ungefähr eine halbe Stunde, bis die Zuschauer hier raus sind und die anderen drin sind. Also ich denke mal 9.30 Uhr, das wird nichts, dieser Start. Doppelfehler Nummer 7 und 15:30. Schrecksekunde für die Eltern. Ja, er knallt ihm den Return vor die Füße und zum zweiten Mal in diesem vierten 15:40 bei Aufschlag Hewitt. Zwei Möglichkeiten zum 5:3 für Magnus Larsson. Kann er auch diesmal beide abwehren? Nicht. Eieiei. 2 Stunden und 16 sind gespielt. Jule wird alles versuchen, einen entscheidenden fünften zu vermeiden. Das ist klar. Manchmal versucht er zu schnell. Larsson. Da hat Hewitt nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Dieser Fehler eben von Larsson, vielleicht Ausdruck dessen, dass der Schwede doch ein bisschen platt ist. Dass er da zu schnell aufs Ganze gehen will. Einen Punkt da eben, den ich für Larsson verbucht hatte, den hatte Armstrong noch wieder zurückgenommen zum 30 beide statt 15:40. Natürlich ein ganz wichtiger. Wieder
Larsson mit hervorragender Länge. Gefällt mir sehr gut in diesem vierten Satz. Sehr kontrolliert. Spielt seine Stärken aus. Aber er ist unter Druck. Da sollte sich kein Break erlauben. Bei diesem Spielstand 1-2 Satzrückstand, 4 beide, 15 beide. Sobald Hewitt zu kurz wird, greift er über die starke Vorhandseite an. Larsson, wenn er die Möglichkeit dazu hat, wie hier. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Schön, wie Larsson da variiert, mal was probiert, Stoppball einstreut, den er wirklich nahezu perfekt spielt, auch wenn zunächst eine Antwort kommt, er weiß am Ende die bessere. Zum fünften Mal hält Larsson den Aufschlag im vierten Satz, legt wieder vor 5-4. Ein zähes Ringen für Hewitt. Zwei Stunden und 20 Minuten sind gespielt, gleich Hewitt gegen den Satzverlust. Larsson scheinbar ganz entspannt. So, ich höre gerade aus der Regie, wir werden einige Resultate einblenden. Also, liebe Kollegen, her damit. Spedea raus, genauso wie Gasquet, der eine schwere erste Runde nicht überstehen kann, an Juschny scheitert. Safin haben sie vielleicht bei uns gesehen, gegen Raymond Slüter, dem das Leben sehr schwer gemacht hat. Vicente weiter, Xavier Malis, der Belgier, das Riesentalent, bezwingt Rubati. Ginepri, den Schweizer Rosset, dessen Stern auch so langsam untergeht. Und Lopez gegen Correa, erfolgreich, hört, hört. Sollte Leighton Hewitt in einen entscheidenden fünften Satz gezwungen werden. Die Schweden wollen das Break, das wäre der Satzausgleich. Hewitt bei 4-5.
einige Misshits im Spiel von Larsson, weil der oft ganz schnell aufs Ganze gehen will. Einmal klappt es, einmal nicht. Aber eben um ein Haar. Wieder vorher diese Peitschenvorhand von Larsson. Hier. 15:30. Jetzt wird's interessant. Auszeit Hewitt. Sie hat es kurz und schmerzlos gemacht gegen Samantha Reeves. Kim Kleisters. Leighton Hewitt tut sich schwer. Da qualmen die Socken. So viel steht fest. Larsson wird gleich nochmal versuchen, schnell aufs Ganze zu gehen. So langsam wird es kühler. Armstrong hat sich entsprechend mit dem Pullover eingedeckt. Er ist auch nicht in Bewegung. Larsson gefällt das gar nicht, dass Hewitt hier macht. Die Frage ist nur, bringt sich da Hewitt selbst aus dem Konzept jetzt? Ganz wichtiger Aufschlag gleich bei 4-5, 15-30. Nimmt sich da alle Zeit der Welt, der Weltranglisten-Erste. Darf sich das anscheinend erlauben. Abgezockt, Hewitt. Ja, Larsson wird sich fragen, warum spiele ich denn da bitte schön so defensiv? Big Point. Schläger. Falsche Entscheidung. Satzball. Larsson bleibt stehen und bekommt den Ball von Hewitt mustergültig präsentiert. Ohne Frage tut sich Hewitt in diesem vierten Satz extrem schwer bei eigenem Aufschlag. Wichtiger Erster, nach langer Zeit mal wieder ein erster Aufschlag. Wieder bietet er seinen Leuten eine Zitterpartie an. Herzschlaggefahr auf der Tribüne. Dann, als wäre das nichts, zupfte ein Ass aus dem Ärmel, das 12.
im Haus. Wenn auch nur knapp, den hätte Hewitt nie und nimmer gesehen, aber er schafft das 5:5. Lässt den Satzausgleich zumindest zunächst nicht zu. Larsson scheinbar ungerührt. Sind Geschosse. Ganz präzise wieder Larsson, der da zeigt, dass er es auch mit der Rückhand kann. Kein gelungenes Return-Spiel aus der Sicht von Hewitt in diesem vierten Satz. Der Däne Per Bastholt. Es scheint alles okay zu sein, muss anscheinend Hewitt nicht verarzten, oder? Nee, kann sich wieder verabschieden. Aber vielleicht sehen wir ihn ja in einem möglichen fünften Satz, den er zumindest vor Augen hat. Exzellenter Tiebreak-Spieler, nebenbei gesagt, Larsson. Hat eine Bilanz von 141:109 in seiner Karriere. Nicht schlecht. Ja, die wissen, der ist noch nicht zu Hause. Leighton Hewitt. Hartes Stück Arbeit. Auch wenn sie denken sollten, der ist nervös. So ist er immer. Das ist ganz typisch. Das, was Hewitt da eben vollführt hat, würde ich gerne mal in Zeitraffer sehen. Das wäre so eine Slapstick-Nummer. Als die Bilder laufen lernten. 5:6. Hewitt wieder gefordert. Muss erneut nachziehen. Schläger sollte man schon haben, vernünftigen. Mit solchen Spielchen sollte er nicht anfangen. Magnus Larsson. Die Asse kommen gerade recht vor einem möglichen Tiebreak.
scharf daneben. Er wird sich hüten, solch einen Punkt nochmal zu overrulen. Armstrong. Ich denke, der war auch daneben. Ja. Ganz schwer zu sagen. Tiebreak und jetzt wird es noch mal richtig interessant. Larsson wird alles reinlegen. Und wird alles versuchen, einen fünften zu vermeiden, um hier in dieser ersten Runde nicht zu viel Kraft zu lassen. Für beide der erste Tiebreak in diesem Jahr. Das ist nicht gerade riesig, was Hewitt heute in Sachen Return anbietet. Der war aus. Klare Sache. Hewitt war schon auf die andere Seite übergegangen. Ja, ja. Sollte Hewitt das jetzt in vier nach Hause bringen, dann können sie dreimal durchatmen auf der Tribüne. Der alte Fuchs Larsson hat bislang Hewitt so ziemlich alles abverlangt. Und holt sich das erste Mini-Break zum 2:1. Den vierten Satz bislang als Grundlage genommen, müsste normalerweise Larsson die besseren Karten haben, denn er hat ja wesentlich weniger Probleme gehabt bei eigenem Service. Ja, ganz stark gemacht. Und 3:1. Knallt den Return an die Linie. Endlich mal ein gelungener Return von Hewitt. Der sich jetzt sogenannte Stringlings holt, um die Seiten zu verstärken, weil er natürlich diesem Racket vertrauen möchte bis zum möglichen Ende des Matches. Zumindest in diesem vierten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Hewitt diese Aufgabe heute wesentlich leichter vorgestellt hat. Wieder mal viel zu kurz. 6 Punkte gespielt, 4 davon holt sich Larsson, der erneut mit dem Mini-Break in Führung geht.
Es darf gezittert werden um Leighton Hewitt. Wieder mal ein ganz enger Aufschlag. Der Hewitt das 3:4 bringt. Dem Unterarm heraus knallt dieser Larsson da wieder einen seiner gefürchteten Vorhandbälle raus. Wahnsinn. Diese Warnschüsse sollten längstens angekommen sein bei Hewitt. 5:3. Und weitere drei Satzbälle für Larsson, der ja schon einen hatte. Sechs, drei. Und eine weitere Vorhand der Schweden bringt die Entscheidung im vierten. Was sind das für Hämmer, die er da seinem Gegner um die Ohren haut? Es geht in den entscheidenden fünften zwischen Magnus Larsson und Leighton Hewitt. Eine weitere Sensation liegt hier in der Luft. Die Zusammenfassung des vierten Satzes, der eine Stunde und eine Minute gedauert hat. An Netz nach wie vor Larsson sehr stark, 15 von 20 Punkten. 5 Winner schlägt er mehr als sein Gegner. Beide leisten sich 10 Fehler, können ihre Breakbälle, ihre Breakchancen nicht nutzen. 74% erste Aufschläge bei Larsson im Feld. Und wenn der erste kommt, dann macht er zu 80% den Punkt. Der Schwede, der hier und heute Leighton Hewitt herausfordert, alles aus ihm herauskitzelt. Larsson sicherlich am Rande seiner Möglichkeiten. Hewitt, behaupte ich mal, kann noch mehr. In wenigen Augenblicken beginnt im Melbourne Park in der Rod Laver Arena ein fünfter Satz, von dem ich mal hoffe, dass er es in sich hat. Jetzt ist er gefordert. Leighton Hewitt. Nimmt er die Herausforderung an, zeigt er jetzt die Krallen, die Zähne. Gibt es wieder eine Sensation wie gestern bei den Damen, für die da Marlene Weingärtner stand, die Jennifer Capriati nach Hause schickte. Hewitt eröffnet.
Eieiei. Was für ein Kracher erneut. Das ist erstaunlich. Er wirkt unwahrscheinlich frisch jetzt plötzlich wieder. Magnus Larsson, der ja einen wirklichen Hänger hatte im dritten Satz, dann im vierten wirklich sein bestes Tennis abrufen konnte. Spielball Hewitt. Guter Zweiter. Wichtig, dass er hier den guten Zweiten bringt. Wenn er über den Zweiten geht, macht er übrigens zu 62% den Punkt. Leighton Hewitt, sein Gegner, ist da etwas schwacher beseitigt, nur zu 44%. Das ist so ein bisschen die Schwachstelle im Spiel von Larsson, aber da kann man heute fast kaum von Schwachstelle sprechen, so wie der hier auftritt, wie der mit guter Länge die Bälle reinlegt und dann immer wieder seinen Vorhandhammer, muss man wirklich sagen, gewinnbringend einsetzt. Zu gut bislang für Leighton Hewitt, der damit überhaupt nicht zurechtkommt. Er ist oft aufs Ganze gegangen, sehr schnell, Larsson, und das mit Erfolg. Hat völlig zu Recht den vierten Satz nach Hause gebracht. Da war er der bessere Spieler, auch wenn der im Tiebreak entschieden wurde. Wieder sehr schön variiert von Larsson. Hewitt findet da kein richtiges Konzept, um ihm sein Spiel aufzudrücken. Im Gegenteil. In Sachen Return hat er uns heute nicht unbedingt die beste Kost angeboten. Der Weltranglistenerste, der im letzten Jahr in der ersten Runde an Alberto Martin scheiterte. Tut sich wieder extrem schwer, wollte ich sagen. Da knallt er uns dann endlich mal wieder einen Passierball par excellence rein. Dann Spezial Passierball, so möchte ich mal nennen. Der Rückhandecke kurz raus, aber das Ass der Schweden zum 1:1. 2 Stunden und 50 Minuten absolviert. Das 10. Ass von Larsson. Vielleicht der kleine Vorteil für Hewitt, dass er in diesem entscheidenden fünften vorlegen kann.
Womöglich benötigt er jetzt ein bisschen Glück, um diese Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und das zeigt schon, dass es hier spitz auf Knopf geht. Das wäre eine Riesenenttäuschung für die australischen Fans, für den Turnierdirektor Paul McNamee, wenn Hewitt in der ersten Runde rausgehen würde. Im Aus, 2-1 Führung. Und kurze Werbung. Keiner verlässt den Saal, oder doch? Dazu ist es doch einfach zu spannend zwischen Hewitt und Larsson. Hewitt hat vorgelegt im entscheidenden fünften, 2-1. Da sind noch eine Zuschauer, die sich setzen müssen, die gerade erst wieder reingekommen sind. Wer gibt sich als erster eine Blöße in diesem fünften Satz? Normalerweise, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Hewitt sollte die bessere Physis haben und aufgrund dieses Vorteils das Spiel nach Hause bringen können. Aber man sollte wohl in diesem Match mit Prognosen eher vorsichtig sein. In dem Moment, wo Hewitt zu kurz wird, immer wieder diese Angriffe von Larsson. In dem Fall der letzte nicht gut genug. Gegen die Laufrichtung und dennoch kann Hewitt den Punkt machen. Wahnsinn, 0:30. Jetzt wird Hewitt attackieren, davon gehe ich aus. Und ich habe gesagt, lieber sollte man diese Prognosen weglassen. Das werde ich auch hiermit tun. Viel zu defensiv bei diesem zweiten Aufschlag von Larsson. Aber jetzt mit 7 Meilenstiefeln den Ball erlaufen. Und nach langer Zeit mal wieder Breakbälle für Hewitt. Da lacht sie. Kim Kleisters. Vielleicht zu früh. Die Einladung, der Elfmeter und oh, um ein Haar. Wollte fast schon sagen, zulässig. Da hält er den Schläger noch mal rein, Larsson. Aber der Ball geht ins Aus. Hewitt mit dem Break. Vielleicht eine innere Erlösung. Da dürfte ihm eine Zentnerlast von den Schultern genommen sein. Was mag jetzt in Magnus Larsson vorgehen? Ebenso glänzend serviert im vierten Satz. Und jetzt das relativ frühe Break im fünften. Danke.
knallt noch hinten rein. Da applaudiert selbst Hewitt, der ja zuvor noch nie gegen Larsson gespielt hatte. Und ich denke, der ist mehr als überrascht. Scharf daneben. Das würde die Dramatik noch mal richtig verschärfen, sollte Larsson in der Lage sein, zurückzubreaken. Aber erstmal der hervorragende erste Aufschlag von Hewitt. 3 Stunden gleich gespielt. So langsam wird es etwas kühler auf der Tribüne. Bei 36 Grad hat es begonnen. Jetzt so um die 20 im Schatten. Hewitt. 4-1 Hewitt. Ist nur ein Break. Und er ist nicht gut beraten, wenn er das locker lässt. Das wird er auch nicht tun. Hält den Aufschlag. Vor 12 Minuten sollte bereits die Night Session beginnen. Die wird sich heute gewaltig verschieben. Das kommt durchaus häufiger vor. Es scheint so zu sein, als sollte Hewitt hier nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Das sind so Matches, da muss man durch. So denke ich mal, wird er es sagen in der anschließenden Pressekonferenz. Und ich denke auch, er ist steigerungsfähig. Zwei Sätze ringt Larsson, der 32-jährige Hewitt, ab, der wieder Probleme hat in der ersten Runde der Australian Open. Und ich denke, das hat auch was mit dem Druck zu tun, der aufgebaut worden ist von den Gazetten auf dem 5. Kontinent. Die schwedischen Fans machen noch mal Dampf. Larsson mit 9 Bällen. Ah, dieser einen Vorhand eben muss er normalerweise hinterhergehen. Womöglich ist aber Larsson jetzt doch ein bisschen platt. Immer wieder legt Larsson die Rückhand mit unwahrscheinlich viel Gefühl an die Linie. Und dann erneut dieser Abschluss.
Pellegrino. Er hat wirklich den Weltranglisten ersten teilweise vorgeführt. Aber zum Sieg wird es womöglich nicht ganz reichen. Lange gewartet. Das war Winner Nummer 40. Spannung steigt, 4-2, 30-0. Muss er machen den Punkt. Obwohl er nicht hinterher geht, reicht's für Larsson. Noch geben die Schweden nicht auf. Da wird ihnen ein Stein vom Herzen fallen. Die Möglichkeiten zum 5-2. Die Maus. Pech für Larsson. Dem konnte Hewitt nur hinterher schauen. 5-2. Er hält seinen Aufschlag, er hält das Break. Was für eine Kulisse. Imposant für Larsson, wenn er da seine Fans sieht auf der Tribüne. Aber
kann er noch mal zurückbreaken. Hat er das noch drauf? Physisch. Ist er noch geistig beweglich genug? Reicht die Konzentration? Lässt sich der Frontrunner Hewitt noch mal die Suppe versalzen? Die Butter vom Brot nehmen. Antwort jetzt. Larsson bei 2-5 gegen den Matchverlust. Immer wieder diese Vorhand Contra Cross, aber knapp gescheitert. Das ist bitter, 0:30. Um ein Haar hätte es die ersten Matchbälle gegeben. So aber 15:30. Glänzend ausmanövriert. Ich denke, das, was ich zu Beginn des fünften gesagt habe, stimmt sich jetzt doch, dass er nämlich Leighton Hewitt die besseren Karten hat in Sachen Physis. Gegen den 32-jährigen Larsson, der ein wirklich großes Spiel geboten hat. Jetzt aber die Matchbälle. Beide Matchbälle abgewehrt. Entscheidung vertagt.
Und nochmal der Matchball. Er hat es, aber was für ein Zitterspiel. Nicht mehr im fünften, den hat er am Ende sicher kontrolliert. Aber in einen fünften überhaupt gehen zu müssen. Das ist die Frage, wie Lewitt das wegstecken wird. Er ist ein Kämpfer, er ist ein Fighter, der dann am Ende doch wieder dieses Spiel ja, mit dem Herzen, unter anderem mit dem Herzen gewinnt. Typische Geste, wie er sich da immer aufs Herz klopft. Ohne Frage hat er das Herz am richtigen Fleck. Hat seine physische Stärke am Ende ausgespielt, gewinnt in fünf Sätzen gegen einen Magnus Larsson, der am Limit gespielt hat. Großer Auftritt nochmal für ihn, vielleicht der letzte in Australien, könnte ich mir gut vorstellen. Denn ich bin auch sicher, dass er im nächsten Jahr wieder über die Qualifikation gehen müsste, wenn er denn überhaupt antritt. Und dann wird es ungleich nochmal schwerer. Sie können zufrieden sein, Ihr Landsmann hat es geschafft nach Marc Philippoussis. Auch Hewitt in der nächsten Runde. Zusammenfassung. 3 Stunden 13 hat es gedauert. Larsson mit 63% ersten im Feld, macht dann zu fast 80% im Punkt. Dennoch reicht das nicht. 61 Fehler der Schweden, aber ich denke, so schlecht war es wirklich nicht sein Spiel. Gar keinen Fall. Das drückt hier nicht richtig aus, wie das Spiel gelaufen ist. 20 Fehler mehr als Winner. Ich denke, das Spiel war von besserer Güte. ...32 Punkte mehr hat Hewitt gemacht, hat also am Ende verdient gewonnen. Ja, Sie hören es, unten wird Leighton Hewitt interviewt und sagt auch, dass das wirklich ein schweres, ein hartes Stück Arbeit war. Ich höre gerade, wir verabschieden uns kurz in die Werbung und dann werden Sie erleben, wie Serena Williams heute gekämpft hat gegen Emily Loire, um die Lücke zu füllen bis zur Night Session. Mr. Hewitt, gab es da ein paar Punkte im Match, wo Sie an das letztjährige Erstrundenspiel gedacht haben? Nicht wirklich. Es ging mir mal kurz durch den Kopf, bevor das Turnier losging. Ich denke, ich habe die bösen Dämonen vertrieben. Das ist ein gutes Gefühl, sodass ich jetzt nach vorne blicken kann. Which is a good feeling for me. Sort of, I can move on now and just go on. I've gained points, so that's fantastic. Das ist wahrscheinlich die harteste Runde überhaupt. Alle sprechen über die Halbfinals, aber auch die erste Runde ist hart zu überleben, vor allem wenn man einen harten Gegner wie Magnus hat. Für mich ist es jetzt einfach nur schön, es geschafft zu haben. Er ist wahrscheinlich der stärkste Qualifikant, den man hätte ziehen können, mit seiner Erfahrung, und er macht ein großartiges Spiel. Er hat überhaupt keine Hemmung, gegen die Nummer 1 zu spielen, vor dessen Heimpublikum und auf dem Center Court. Das stört ihn überhaupt nicht. Er hat genug große Matches bestritten und hat genug große Turniere gewonnen. Er ist ein großartiger Gegner und ich musste wirklich alles geben. Yeah, he's a great competitor and I had to play, give everything I got to get over the line. Noch 6 Matches, um Mark Edmondson zu beerben, den letzten Aussie-Winner.